Gibt es tatsächlich noch Hoffnung bei Juicy Fields? Es gibt hier eine neue Entwicklung und da möchte ich gleich kurz drüber sprechen. Bevor wir dazu kommen, möchte ich euch schnell auf zwei Projekte hinweisen, die ich kürzlich vorgestellt habe und wo es aktuell Infos gibt, die ihr vielleicht haben solltet. Das eine ist mal Renegade. Da geht es darum, dass man im Prinzip Banking und Crypto-Wallet verbindet. Es gibt gerade eine sehr coole Aktion, wo man eine sehr spezielle Krypto-Kreditkarte bekommen kann. Checkt das Video auf jeden Fall mal aus. Also hier ist ein AMA mit dem Gründer. Hier stelle ich das Projekt als solches vor. Also schaut euch das mal an. Und ja, worauf ich hinweisen möchte, ist, diese exklusive Karte ist ja limitiert. Da gibt es nur 500 Stück von. Und wir erreichen jetzt so langsam die Endphase. Das heißt, also hier sieht man, ich habe eine mir besorgt. Es gibt jetzt noch 100 davon. Die Anzeige ist immer so ein bisschen hinter dem aktuellen Wert. Also wahrscheinlich sind es jetzt knapp unter 100. Das heißt, wenn man da mitmachen möchte, sollte man vielleicht so langsam aktiv werden. Also wie gesagt, in den Videos hier erkläre ich, worum es geht. Und das andere ist New Eternal Life. Auch hier gibt es ein AMA mit dem Gründer, vor 4 Tagen gemacht. Und das Projekt New Eternal Life stelle ich hier vor. Das ist eine komplett neue Layer 1 Blockchain. Es geht um Messenger, es geht ganz viel um Privatsphäre, Anonymität. Unglaublich viele Dinge werden da vereint. Auch das schaut euch auf jeden Fall mal im Detail an, wenn euch das interessiert. Wichtig ist da vielleicht noch zu erwähnen, und da möchte ich eigentlich drauf eingehen, dass es ein Special jetzt zum Adventswochenende gibt. Das heißt, wenn man zwischen dem 16.12. und dem 19.12. bei New Eternal Life einkauft, bekommt man 15% Bonus. Mit meinem Link gibt es dann sogar nochmal 10% drauf, also insgesamt 25%. Der Link ist unter den Videos und ja, das ist halt jetzt ein Special, was bis zum 19. läuft. Wenn man da einsteigen will, ist das wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt. Sowohl hier bei New Eternal Life, hier ist das AMA und hier das eigentliche Video, als auch bei Renegade gibt es jeweils Bonus-Links unter den Videos, die ihr nutzen könnt, wo ihr dann irgendwie noch ein paar Prozent bekommt. Das würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Natürlich wie immer keine Finanzberatung. Aber eigentlich soll es ja um Juicy Fields gehen. Und wie man jetzt hier sieht, konnte ich mich bei Juicy Fields tatsächlich einloggen. Mit meinem alten Login, Passwort und 2FA-Nummer konnte ich mich problemlos einloggen, hat alles funktioniert. Mein Geld ist sogar da, könnte ungefähr stimmen. Ich habe nicht den Überblick, weil ich ja lange jetzt nicht mehr rein konnte, aber es könnte ungefähr stimmen, 4.000 Dollar. Refund Amount steht da jetzt 364 Euro. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Vielleicht ist das, was ich als Refund beantragen kann. Weiß ich nicht. Ich habe jedenfalls bisher nichts bekommen natürlich, aber auch nichts beantragt. Also, keine Ahnung. Pflanzen ist bei mir null. Das stimmt nicht, weil ich hatte einige kurzfristige Pflanzen, aber auch eine ganze Reihe langfristiger. Da müsste man welche sehen. Aber man sieht auch hier schon im Clone-Shop, die haben ein ganz anderes Angebot jetzt. Das heißt, sie haben das erweitert, haben viel mehr verschiedene Pflanzen drin mit unterschiedlichen Wachstumsphasen, unterschiedlichen Preisen und unterschiedlichem Revenue. Man kann tatsächlich kaufen, wenn man möchte. Das heißt, man könnte jetzt hier zum Beispiel, keine Ahnung, die Orange Bud kaufen, könnte man eintragen, kann man machen. Kann ich natürlich vom jetzigen Stand niemandem empfehlen. Aufladen vom Guthaben geht auch nicht. Das heißt, weil ich das machen würde, würde das nicht mal hiervon abgezogen. Also, weiß ich nicht. Mache ich natürlich nicht. Würde aber wahrscheinlich sogar gehen. Und ja, die Ernten gibt es auch nicht. Ich wurde jetzt mehrfach benachrichtigt, dass ich Ernten bekommen habe von meinen alten Pflanzen. Das ist natürlich leer, da ist nichts. Naja, das macht vielleicht Sinn, weil es ja auch andere Pflanzen, ein anderes Programm und Gewinnbilanz kann man anklicken. Passiert aber nichts. Ich könnte dann natürlich jetzt hier gucken. Also mein Bild ist ja auf Null angezeigt. Das heißt, obwohl ich eigentlich das Geld hier habe, ist es nicht in der Gewinnbilanz. Und dann könnte ich natürlich sagen, okay, ich möchte es als Bitcoin ausgezahlt haben. Und dann bekomme ich eben die Nachricht, Payments are on hold. Also geht halt nicht. Und bei Ethereum und Tether ist es natürlich das Gleiche. Das heißt, man kann es nicht auszahlen. Gibt es sonst noch irgendwas? Ja, eigentlich nichts weiter. Ne? Updates. Naja, unter Updates sind dann so diese üblichen kryptischen Nachrichten, die vorher auf der Hauptseite waren. Genau, das, die Sachen kennt ihr ja vielleicht aus den vorherigen Videos. Könnt ihr euch natürlich mal anschauen, mit ein paar Informationen geleakt, wo man natürlich nicht beurteilen kann, wie verlässlich das ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich ein Hoffnungsschimmer sein kann oder nicht, ob das
ich weiß auch nicht, warum das jemand aus Spaß machen sollte, weil da steckt ja schon auch Arbeit hinter. Ich glaube auch andererseits nicht, dass jemand ernsthaft glaubt, dass jetzt irgendjemand hier nochmal Pflanzen kauft. Jedenfalls nicht, bevor dieses Geld hier ausgezahlt ist. Und selbst dann, also ich kann natürlich jetzt hier diese Pflanzen kaufen, das geht alles. Aber das mache ich natürlich nicht. Das ist ja komplett verrückt. Wer macht denn sowas jetzt? Kann ich nicht verstehen, was das soll. Das hier, wie gesagt, zumindest mal die Buchhaltung scheint irgendwie zu funktionieren. Das würde ich natürlich sehr, sehr gerne auszahlen. Geht natürlich im Augenblick nicht. Naja, wir bleiben dran, es bleibt spannend. Wenn es was Neues gibt, sage ich euch natürlich jederzeit Bescheid. Was mich sehr interessieren würde, ist, unter dem letzten Video hatte ich die Nachricht von jemandem, der gesagt hat, ja, das hat bei mir funktioniert, ich habe diesen Refund bekommen. Ja, wenn es noch für jemand anderes gibt, schreibt mir das gerne hier unter das Video. Würde mich interessieren, ob da Leute tatsächlich wirklich massiv Refunding bekommen haben, also ob bei einigen das wirklich zurückgezahlt wurde. Auch wenn mir jemand weiß, was das hier bedeutet, Stone Balance versus Refund Amount. Also es ist jetzt auch nicht irgendwie 10% oder so, dass man das leicht erschließen könnte. Wenn das jemand versteht, gerne her mit der Information. Ich verstehe es nicht. Ja, und wenn man sich unter den Updates das anschaut, da gibt es halt keine wirklichen Informationen. Also das sind natürlich diese Artikel, die wir von vorher kennen, diese Texte. Hier ist nochmal auch die Info, dass 250.000 refunded wurden bei 52 Leuten. Also wenn da einer von euch bei ist, schreibt es auf jeden Fall hier rein. Gut, das war's für heute. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.